Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miete- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24.08.2016, also noch aus dem Sommer, da war es noch heiß. Trotzdem haben die sich mit Heizkostenabrechnungen befasst und mit den formellen Anforderungen an die Heizkostenabrechnung, wenn der Vermieter die Heizkosten nicht nach tatsächlichem Verbrauch abrechnet, sondern wenn er sie schätzen will. Der Bundesgerichtshof hat mal wieder sich mit der formellen Anforderung an eine Heizkostenabrechnung beschäftigt. Ich erinnere nochmal, der Bundesgerichtshof sagt ja im Prinzip formelle Anforderungen ganz gering. Ja, da muss vielleicht Abrechnung drüber stehen, da muss der Name des Mieters drüber stehen, dann müssen da so die Zahlen so, die Verbrauchs- oder beziehungsweise die zugrunde gelegten Werte, die Vorauszahlung und dann die Differenz. Also sehr, sehr wenig. Ja, ob das richtig ist oder so, ist alles völlig Wurst. Ja, Erläuterung muss er im Prinzip auch kaum machen. Also der BGH schraubt da die Anforderungen sehr runter. Da war zwischenzeitlich mal vor einigen Jahren, war man da im Allgemeinen der Meinung, dass die formellen Anforderungen schon deutlich höher sind, aber der Bundesgerichtshof sagt, nee, das ist Quatsch, das ist im Prinzip eine normale Abrechnung, da müssen die Zahlen auftauchen. Also das, was der Vermieter quasi an Kosten, an Vorauszahlungen eingenommen hat vom Mieter und das, was an tatsächlichen Kosten entstanden ist, die Differenz, und dann muss er natürlich noch der Abrechnungsmaßstab, nachdem man das aufteilt, irgendwie erläutert werden, und dann ist es auch schon gut. Ja, und jetzt gibt es immer wieder natürlich Leute, die vorstoßen und sagen, nee, das machen wir auch, nee, die ist doch nicht formell okay, ist immer ganz wichtig, weil wenn die formell nicht okay ist, dann sind schon deswegen keine Nachforderungen geschuldet. Also will man immer an diese formelle Wirksamkeit ran, und der BGH sagt so, ziert sich da und sagt, nein, 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 da kommt ihr nicht ran, das ist alles okay. So war es auch wieder in diesem Urteil. Hier hatte der Mieter, nehme ich mal an, gesagt, der Vermieter hat die Heizkosten nicht nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet, sondern geschätzt. Hat aber in der Abrechnung nicht gesagt, dass er schätzt. Deswegen ist die Abrechnung formal unwirksam, hat der BGH gesagt, lieber Mieter, das Ganze vergessen. Die ist trotzdem in Ordnung, diese Abrechnung formal in Ordnung. Ob dann richtig geschätzt wurde, ob das diese Schätzung und die Sachen, den Anforderungen des Paragraphen, was ist das hier, 9a Heizkostenverordnung entsprechen, das alles ist dem BGH egal. Das ist dann eine Frage der materiellen Richtigkeit, also ob die Heizkosten vielleicht zu hoch angesetzt sind, ob der Vermieter vielleicht da quasi die Forderungen in der Höhe verlangen kann oder Kürzungen machen muss und so weiter. Das interessiert nicht bei der Frage formelle Anforderungen. Sprich, für den Mieter bedeutet das, er muss sich dann mit den Abrechnungen doch vertiefter auseinandersetzen und muss dann zum Beispiel eben sagen, ja, war eine Schätzung, tatsächlich waren die Kosten so und so hoch, jetzt hätte, wenn der Vermieter schätzen will, jetzt hätte er da Abzüge machen müssen, das muss dann der Mieter einwenden, er kann nicht einfach sagen, formal unwirksam, weil in der Abrechnung nicht darauf hingewiesen wurde, dass geschätzt wurde, und da auch, weil auch nicht darauf hingewiesen wurde, auf welcher Basis geschätzt wurde. Ja. Gut, soweit. Wir merken uns einfach nur formelle Mängel bei Betriebskostenabrechnungen ganz allgemein, sind immer schwer zu machen. Da muss sich der Vermieter schon sehr, sehr dusselig anstellen, und Vermieter umgekehrt können daraus natürlich für sich herleiten, wenn ich dem da das mir mal die Mindestanforderungen des BGHs, nachdem mal so ein Urteil gemacht wurde, das grob mal gesagt hat, wenn ich mir das vor Augen halte und das so mache, dann bin ich auf der sicheren Seite. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.